So, neues Spiel, neues Glück. Und ihr seht's, ich hab den Lambo jetzt. Meine Güte, Leute. Ich sag's euch, das Ding war preiswert. Das war preiswert. Das kommen wir gleich nochmal. Jetzt nicht sterben. Okay. Da sind wir. Jetzt können wir das endlich mal in Ruhe testen hier. Es ist laut. Ja, man kann driften. Es geht. Auf der Straße kann man gut damit fahren. Abseits der Straße wird es ultra gefährlich. Weil das Ding anfängt zu schlittern wie die Hölle. Oh! Na, ist schon ein schickes Teil, ne? Schon ein schickes Teil. fährt's. Ich glaube, der RB Coupé würde aber auch 134 fahren. Mal schauen, mal, machen wir mal hier Kurve. Ja, das geht doch. Doch, das war gut. Irgendwie kann man auch... Ah ja, genau, da gibt es diesen... Diese Heckklappe geht hoch, wenn ihr bremst. Ja, es sieht schick aus, echt. Muss ich sagen, sieht schick aus. Meine Haare schauen ein bisschen raus, mein Helm. Schon nice. Ist, glaube ich, bisher auch der... am aufwendigsten gemachte Skin. Wahrscheinlich ist einfach die Lizenz für diese Lamborghini so super teuer und deswegen kosten die so viel. Wie gesagt, wenn ihr die Karre so kaufen möchtet, zahlt ihr, also wenn ihr kein Glück habt, ne, wenn ihr wirklich Pech habt wie die Hölle, dann zahlt ihr für das Auto, ich glaube, fast 500 Euro. Ah, ist schick, doch, ich find's cool. Es raucht übrigens lustigerweise immer. Es ist also nicht so, dass es, wenn es raucht, wenn es kaputt ist. Ah, nee. Ah, wenn der Booster an ist. Okay, jetzt haben wir was gelernt. Wenn der Booster an ist, raucht's. Wenn der Booster an ist, raucht's. Wenn der Booster nicht an ist, raucht's nicht. Witzig. Okay, auch gut zu wissen. Einfach hier ein bisschen im Kreis, was soll's. Jetzt ist aber böse. Okay. Das Auto hält nicht so viel aus. Interessant. Muss ich sagen. Interessant. Ich muss mal nachtanken. Kann ich das während der Fahrt machen? Nee. Nee, auch im Rollen geht's nicht. Okay. Jetzt raucht es schon ein bisschen. Ja, ihr könnt es relativ schnell platt schießen. Machen wir mal einen Test, machen wir das gleich nochmal. So, haben wir wieder den ganzen. Ich glaube, er ist verhältnismäßig spritsparend im Vergleich zu den RB Coupé. Also es ist das gleiche, Spritverbrauch ist quasi das gleiche. Witzig, gut zu wissen. Irgendwo reinrollen.
glaube ich, gleich. Ja, das Auto gar nicht gesehen. Jetzt fahren wir einfach ein bisschen im Kreis. Du kannst übrigens durchschießen durchs Dach, glaube ich, weil es Kohlefaser ist und Kohlefaser durch der kannst du durchschießen. Das wäre natürlich fatal, also dann wäre das echt pay to lose. Generell finde ich den Preis sagenhaft von dem Auto. Also den echt Geldpreis. Ja, wie viel waren das jetzt? Waren 3-4 Schüsse getroffen und hat aber schon echt gut reingehauen, ne? Rollen tut er gut? Doch. Rollen tut er gut? Ich glaube, die Leute tun sich auch schwer. Die tun sich auch schwer, hier zu zielen, weil du weißt echt nicht, wo du da drauf zielen sollst bei dem Ding. Wie ist denn das eigentlich beim E-Sport? Sind da solche Skins erlaubt oder nein? Also bei irgendwelchen Turnieren? Wäre mal interessant zu wissen. So, wir machen immer das, was ich ganz gerne mache, nämlich so Handbremswendungen. Ja, das ist schwierig. Das geht nicht so leicht mit dem Auto. Eine 180-Grad-Turn kriege ich mit dem RB Coupé leichter hin als mit dem Ding. So, jetzt müssen wir aufpassen. Also auf der Straße ist das Auto super. Auf der Straße ist super. Auf Offroad ist es ein Albtraum. Ich habe es vorhin schon mal getestet. Wir probieren es jetzt gleich nochmal. Da war vorhin der Dude. Nicht mehr da, oder? Seht ihr das? Wie das slidet? Gut, es wird's. Wie das andere Auto. Oh Gott, ich kann fast nicht gerade ausfahren. Wie viel hat er noch? Boah, der hat 2 Schüsse aus der DBS, aber das hat. Komme ich dran? Ohne zu sterben? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist es. Der LP. Countage. Alle schießen auf mich. Ich finde, es hört sich gut an. Es sieht gut aus. Ich hätte vielleicht im Third Person spielen sollen. Oh mein Gott, man kann nach hinten nicht rausschauen. Shit. Autsch, ich habe es kaputt gemacht, das Auto. Aber vielleicht... Ich fahre nochmal rein in die Stadt. Ich fahre nochmal rein. Es ist langsam. Er fährt 100. Ich muss es nachher nochmal... Aber wir machen mal einen Offroad-Test mit dem Ding. Uah. Okay, er holpert. Krass. Also als Offroader nicht so gut geeignet. Das ist nicht überraschend. Aber hier im Schnee... Hier im Schnee... Schwierig.
Boah, der driftet wie die Hölle. Ich erinnere mich noch. Boah. Das ist schwierig. Hat der. Sind die Reifen platt? Nee. Okay, ihr müsst vom Gas runter. Wie kennt ihr, ist natürlich auch die denkbar schlechteste Map, um das Fahrzeug zu testen. Und noch dazu First Person. Ich hätte natürlich gerne Third Person gehabt. Das muss man nachher nochmal ändern. Okay. Hört sich interessant an, das Auto. Krass. Also es sieht auf jeden Fall mal ultra nass. Nice auch. Boah, krass. Das ist so flach auch. Das ist echt crazy. Müsste man jetzt mal versuchen, sich in so ein Gemetzel verwickeln zu lassen und mal zu schauen, wie viel das Auto aushält. Ich glaube nämlich, dass das alles Kohlefaser ist da oben. Da steigt doch 100% in das Auto ein, oder? Boah, du kannst das Auto nicht steuern. Der wird 100% nicht einsteigen. Macht er nicht, krass. Das ist der Dings, die Mutant, oder? Hehe. Wir fahren mal weiter. Ja, ich finde das Auto cool. Wie ist denn die Handbremswendung? Das mache ich eigentlich ultra gerne. Ja, geht auch. Wir müssen noch ein bisschen rumtesten mit der Karre jetzt. Da steht er. Okay. Soweit so gut. Ist aber laut, mein lieber Scholli. Ziel ist es, alle Autoskins dran zu machen. Okay, er hält nicht so viel aus. D-
Das Auto hat jetzt schon einiges abgekriegt. Scheint nicht besonders viel HP zu haben. Handbremswendung geht, aber nicht so gut wie bei einem RB Coupé. Wir probieren Offroaden. Also ich fahre normalerweise nicht schlecht. Oder sagen wir, nicht ganz schlecht. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist pay to lose. Doch, das sieht mir uiuiui. Offroaden ist mit der Karre nicht so einfach. Hat da links ein Auto gestanden? Nee. Aber ich glaube, überschlagen kannst du die Karre auch nicht so einfach. Ja, nee, also da wäre der Aston, wäre da, glaube ich, schon am sich umschlagen gewesen, überschlagen gewesen. Der Lambo ist bergauf. Tut es sich schwer, ne? Hat das Ding eigentlich Allradantrieb? Wie ist denn das? Ich glaube schon, ne? Boah. Oink. Man sieht auch nicht so wirklich, wo man hinfährt. Und viel hält die Karre nicht aus. Also, es hat ein paar... Also, ein spezielles Ding. Oh, shit, Leute. Und die Reifen sind frei nicht platt, ne? Sondern die sind intakt. Ist da noch ein Lambo? Nee. Oder? Kann das sein? Ist er nach links oder nach rechts? Er ist hier. Wir geben mal Vollgas und schauen mal, ob wir den einholen können. Ich glaube, den holen wir ein. Den haben wir ja gut verarztet, den Bro.